Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf die Frühling von Kalle den Ultramapper. Immer habe ich das eigentlich die letzten zwei Folgen nicht gesehen. Was schau auf mein Haupt, ich weiß es nicht. Merkt man gar nicht, dass ich durch den Wind bin, ne? Nee, ich auch nicht. Schickler. So, die Walze brauchen wir zwar noch, aber ich glaube, gehen wir eben jetzt zum Modul, weil die Walze noch nicht. Das ist Schwachsinn, ich finde. Um unser Sporn. Also müssten wir schworden, ne? Wie schon Tutti, wenn der auch mal fertig wäre. Dieser Hof ist zu klein, habe ich das schon gesehen? So wie für die Realismus von Nautica. Wenn den hat er mal, dann siehst du die Dinger auch. Und dann kannst du hier so. Wie ist sie zum Wasserhorn? Oh, ist das herrlich. Endlich das Schlepperwaschen, ne? Bei Maschinenpflege wird hier ja ganz groß auf den Hof geschrieben, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Kannst du ja nicht vor mit so einem dreckigen Rotz. Vor allem, wenn du roten hast. Muss glänzen, muss poliert sein. Heutzutage. Da ist es ein bisschen, ne? Gesehen? Ja, guck, jetzt ist weg. Siehst du? Nee, da ist auch noch was. Schickrame. Okay, von Lars Mecker, wenn der Schlepper so dreckig ist. Da muss er auch ab und zu mal einen Wasserschlauch reinhalten, ist ganz wichtig. Die Walze ist nicht so wichtig, Schlepper ist wichtig. Hört man ja immer wieder, ne? Du musst auch mal durch die Scheibe gucken können und so. Und so zu Tage können wir. Sag mal, die kann doch hier rein, oder? Sag mal. Der Helga wollte den Schlepper waschen und polieren, man. Wenn man nicht alles Summes mag, ne? Kannst vergessen nie. Nur ein bisschen auch von innen waschen, ist immer wichtig. Dieses Dreieck, das passt ja irgendwie perfekt dran, ne? Schade, dass da kaum Geräte für gibt. Ich weiß nicht. Irgendwer hat mir geschrieben, da gibt es einen Mehrweg für, ne? Aber ich hab's immer noch nicht. Weiß nicht, aber den habe ich auch verbunden. Das ist perfekt da drin. So, dann hier wieder hingehangen, ne? Die muss akkurat liegen, so ein Schimpfkalle, weißt du? Wir wollen uns halt ja auch nicht mit Kalle verscherzen, ne? Das muss schon anständig hier sein. Nicht, dass er schimpft. Schimpft. Die Schimpfe Kalle. Ne, Kalle habe ich noch nicht schimpfen gehört. Doch einmal. Aber nicht schimpfen. Der war auch nicht so gut zufrieden. Habe ich erst einmal erlebt. Und da war ich nicht dran schuld. Aber Kalle ist ja auch nur Mensch. Bisschen hakelig heute die Rennschaltung hier an Komik, ne? Merkst direkt, dass er wie anders mitgefahren ist vorher. Man bockt dir. Hat er nicht so gerne. So, wenn ihr jetzt rückwärts fahren könntest, wirst du der Held von Elbefeld. Schwieriges Thema heute. Schwierig, schwierig. Ich sollte mir das mal abgewöhnen mit diesem Schwierig, ne? Das ist nicht cool. Vorsicht! The David Copperfield hier, Police. Sag mal, weiß einer, wo wir unseren Schwader eigentlich zwischengeparkt haben? Ah, da, dann nehmen wir den doch der so lange, ne?
Guckt euch den schönen Ruten da an. Sag mal, wie sitzen wir hier drinne? Langsam die Kupplung kommen lassen, weil wir müssen dann nochmal gleich im Rückwärtsgang reinkloppen, weil wir nicht rumkommen. Siehst du? So ein Bildchen brauchen wir auch noch. Schikram! Gut hat die Mara wieder gesagt, wenn die Bild nicht vergessen. Hab ich gemacht, Maurer. Hab dran gedacht. Ja, der hat gedruckelt. Siehst du, wie der vorne wippt? Mit Gewicht, ne? Voll genial. Herrlich, diese Schlepper musst du lieben. Ist wie es ist. Geh so langsam rum, ne? Nicht, dass das alle wieder dreckig wird, ein Schlepper. Dann kriegst du auch keine Schimpfe, wenn du auf der Maschine bist. Feuersalamander kloppt dich da hinten auseinander. Guck mal, die wissen direkt, dass das für die ist, ne? Direkt wie die Geier ab an Zaun. Hat's vergessen. Da vorne gucken sollte es ja. Bisschen die Drehzahl halten. Ich weiß, es ist ein Spiel. Normal in Real Life habe ich jetzt schon 100.000 Mal, glaube ich, gesagt. Großen Gang, wenig Drehzahl, Schwader. Ein bisschen eine Kratzen, aber ein Kratzen, dass auch alles weg ist. Ne? Aber das ist ein Spiel. Der IAC hat Bock, da musst du vor. Nicht nach hinten gucken, dann klappt es meist nicht. Siehst du? Nicht nach hinten gucken. Und ich kann euch das auch nochmal erklären, warum der Schwader am Boden dann kratzen. Ne? Das hat was für mich mit dem Aufwuchs zu tun. Wenn das Zeug liegen bleibt, oder das Gemüse von Heu und so, dauert der Aufwuchs hinterher wieder länger. So doof wie es klingt, das Gras hat schwerer durch diesen Flatschen Heu oder Gras, der da liegt, wieder durchzukommen, und dadurch hast du unterschiedlichen Aufwuchs. Deswegen immer schön darauf achten, dass auch alles weg ist. Es klingt zwar doof und dämlich, nee, ist aber so. Könnt ihr mir glauben. Deswegen da ruhig ein bisschen drauf achten. Und deswegen halt wenig Drehzahl und den Schwader ruhig tief stehen. Dass der auch ein bisschen an der Narbe an Kratzen ist. Das macht der Narbe nichts aus. Kann eigentlich nur vorteilhaft sein. Aber jeder sieht das anders, jeder kennt das anders, jeder lernt das anders. Das sind auch Erfahrungswerte in meinen Augen. Ja. Sagen wir, wie es ist. Ist so. Viele geben immer beim Schwaden ordentlich Power, ordentlich Gas, brauchst du gar nicht. Wichtig ist, dass der Schwader auf den Grund läuft, ordentlich wegkratzt. Dann hast du einen Krieg gewonnen. So, so wird perfekt. Irritiert. Irritiert 5000. Guck, 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 läuft. Zwar nicht so schnell, aber es läuft. Ich habe irgendeinen Ruckelmod drin, ne? Ich habe nur zwei neue Mods mit reingenommen, seitdem ruckelt das. Ist nicht schön. Ich habe nur den HW80 aus dem Mod-Hub mit reingenommen, weil ich den irgendwie cool finde. Können wir uns nachher mal angucken.
Ja, und entfernen, ne? Den wollte ich eigentlich sonst wohl für die Düren rum zur Not haben. So als kleinen Futterschlepper und so, ne? Wo Viehschlepper eigentlich übertrieben sind, aber dann brauchst du nicht immer einen an Futterwagen abhängen und so. Finde ich persönlich manchmal ganz cool. Wenn du auch mal eine Maschine an was dran lassen kannst. Geht mir persönlich zumindest so. Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe. Wirtschaftlich höchstens zwei Schlepper. Nee, brauchst du eh nicht. Vorher kannst du eh immer nur ein. Sagen wir, wie es ist. Genau wie auf dem Frühling, ne? Normal wird der 145er hier reichen. Kannst du alles mitmachen, kannst du alles bewirtschaften, alles mitmachen. Reicht. Aber da ich ein kleiner Videomacher bin, muss ich halt mit CP und so mal arbeiten, dass ich auch mal ein bisschen Videoprogramm kriege, ne? Sonst bin ich hier ein paar Tage am Flügen und dann seht ihr ein paar Tage, ja, guck mal, ist, wenn die flüchten oder? Weiß Bescheid, ne? In den Zaun bleiben, der ist für den Winter. Nee, Mäcki, Abdor. Und dann tut Mäcki so, als würde sie der Grasmampfen, ne? Kaum sind wir weg von der Wiese, ab in den Hohen. Immer so. Immer so mit dem Mäcki so. Boah. Ist auch wieder einen größten Schlepper nehmen, ne? Und einen größten Geil. Schick. Komm ich ja nie rum, ey. Hab das ja auch gar nicht zugebaut hier, du. Ja, guckt euch den Schlepper an. Helga wurde ihn heute Abend polieren, ne? Ja, hat sie gesagt, bevor sie schlafen geht. Ich freue mich. Sieht ja wieder schnick aus. Dann müssen wir auch beten. Seine Wiesekünste. Schick Kram, du. Habe ich wohl echt zu gut gemeint, der, wä? Beteli, wann mögeli. Lasset uns faltern die Hände für eine kleine Gebet, dass wir in die Wiese kommen. So vorn. So wird reichen beim Schwaben. Ein Stück tief. Und 7 bis 9 km/h. Perfekte Schwattgeschwindigkeit. Und dann gar nicht so viel nach hinten gucken, ne? Weil das ist immer tödlich. Irgendwann hast du das auch. Sitzt die Arbeitsbreite in dir drin. Siehst du? Kommt nicht hinten an den Zaun. Irgendwann hast du da drin. Du brauchst auch gar nicht mehr viel nach hinten gucken. Das ist so im Leben. Im Spiel ist das genauso. Jetzt könnte es schwierig sich gestalten. In diesen alten Wendeschwader, der hat ein bisschen zopplige Hinterachslenkung. Sagen wir, wie es ist. Ich hätte echt eine zoppelige Hinterachslenkung dieser Schwader. Deswegen nehme ich den eigentlich gar nicht so gerne. Und ordentlich mit Gas hier dran langheizen, ne? Nur bald soll regnen, ne? Betreuen muss ja auch noch einen Job. Der ist auch eine Shitwiese geworden jetzt. Viel zu lütt, man. Das ist auch rot so, ne? Ich habe nur Spaß beim Pressen. Ah, noch ein Scholten.
So, da hingedrückt, Gong reingekloppt und Abflug. So läuft der lang. Voll fett drauf, ey. Schickram, schickram. Ich werde zu gut ernährt. Schickram, das Video ist auch schon wieder zu Ende, wa? Kann's ja nicht sein. Ich müsste auch mal hochladen, ne? Hätte auch Vorteil. Sonst kommt morgen nichts. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und die wollen nichts mehr verpassen von dieser ganzen Grande der Malheur, die immer so alle passiert. Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.